In einer auf Zahnmedizin für Kinder spezialisierten Klinik sollten einem 3-jährigen Mädchen 2 Zähne gezogen und 2 weitere versiegelt werden. Die Eltern des Mädchens haben während des Eingriffs im Wartezimmer gewartet. Plötzlich habe die Mutter einen Krankenwagen vorfahren sehen. Etwas später haben die Eltern von einer Krankenschwester erfahren, dass ihre Tochter während des Eingriffs einen Herzstillstand erlitten habe. Ein Sprecher der Zahnklinik sagte, dass das Mädchen allergisch auf das Narkosemittel reagiert habe. Vor dem Transport ins Krankenhaus sei sie jedoch stabil gewesen. Doch dort konnte nur noch der Tod des kleinen Mädchens festgestellt werden. Laut ihren Eltern sei das Mädchen allerdings kerngesund gewesen.